Wir können dann anfangen. Hallo. Herzlich willkommen zur Aufstellungsversammlung vom Wahlkreis 67. Und ich überlasse die Begrüßungsworte mal eurem Vorsitzenden. Ich begrüße erstmal alle hier in dem schönen Barnim, in der tollen Mittellandhalle hier. Der hier originär ist, das ist Thomas, der wohnt gleich gegenüber. Ich bin ja aus der Nachbarortschaft. Und wenn jemand was trinken möchte, da hinten stehen Getränke von Marc. Und ansonsten würde ich nur bitten, wenn dann nachher jemand hier, wenn ihr geht, dass er euren Müll mitnehmen soll. Der ist besser da morgen. Ansonsten denke ich, passt es hier heute ganz gut. Schön, dass wir das hier heute noch organisiert bekommen haben. Es gab ja ein paar Schwierigkeiten, was die Termine betraf. Aber es hat ja alles geklappt. Ich habe schon gehört heute von Alex, wir sind echt gut heute hier aufgestellt mit Mitgliedern. Es gab auch Versammlungen, wo es nicht so viel waren. Und ich würde dann gleich hier dann weitergehen. Da gibt es dann also noch eine Frage, die ich stellen muss. Ob von einem Teilnehmer die Mitgliedschaft, die Vollmacht oder das Wahlrecht eines anderen stimmkartenbesitzenden Teilnehmers angezweifelt wird. Nicht der Fall. Okay. Und weitergehen. Ich darf dann als Versammlungsleiter die Tina vorschlagen. Ich freue mich erstmal, dass es geklappt hat noch, dass du heute hier mit herkommen konntest. Es ist insofern. Achso. Du bist so früh. Insofern also auch ein bisschen aus unserer, also aus der Hand des Kreisverbandes rausgenommen, weil ja dieser Wahlkreis den Würdekreis und das Jerichower Land betrifft. Und dann ist die übergeordnete Struktureinheit sowieso zuständig, aber das ist ja kein Thema. Insofern würde ich also fragen, wer denn damit einverstanden ist, dass Tina, die Versammlungsleitung mal nicht. Du musst nach Alternativen fragen. Achso, ja, möchte noch jemand ansonsten die Versammlungsleitung übernehmen? Nicht der Fall, gut, denn kann ich jetzt fragen, wer einverstanden ist, dass Tina das übernimmt. Bitte sein Zeichen. Überwältigende Mehrheit. Da gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltung, nicht der Fall. Somit, Tina, darf ich dir gratulieren zur Wahl und darf dich dann bitten, weiter zu übernehmen. Ich bin so gerührt. Danke. Nee, ich schaff's heute ohne. Okay, cool. Dann können wir weitermachen. Stellvertretende Versammlungsleitung erübrigt sich, glaube ich, bei der Größe. Das heißt, wir kommen zur Wahlleitung. Da würde ich den Alex vorschlagen. Gibt es noch andere Vorschläge? Na, Wahlleitung? Nee? Gut. Wer ist dafür, dass Alex die Wahlleitung macht? Das sieht auch gut aus. Also einstimmig angenommen. So, Wahlhelfer möchtest du gleich haben? Ich will zwei Wahlhelfer. Gut. Da gibt es direkt drei Freiwillige. Ist ja immer welche. Dann ziehe ich zurück. sag vielleicht einfach irgendwie einen Satz. Marc Blank aus Oebisfelde, den äußersten Zipfel des Würdekreises. Gibt es einen, nein, andersrum. Möchtet ihr die beiden Wahlhelfer haben? Also wer ist dafür, dass die beiden Wahlhelfer machen? Gibt es irgendwelche Einwände? Gut, dann ihr Wahlhelfer. So. Als nächstes brauchen wir einen Schriftführer, also Protokollanten. Da schlage ich den Andreas vor, der das schon so oft so toll gemacht hat. Hallo Andreas, Franze. Ich habe euch in der Aufstandsversammlung mitversaut. Gut. Und ich wollte den Protokoll ins Kranz machen. Wer ist dafür, dass Anze der Schriftführer der Versammlung wird? Das ist auch ziemlich einstimmig, danke. Gut, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Wir brauchen zwei Zeugen. Das sind. Jetzt wartet doch. Ich möchte Ihnen ja wenigstens erklären, was ihr tun müsst.
Das sind die, die die Versammlung quasi beobachten, ob alles mit rechten Dingen zugeht und am Ende halt eidesstattlich erklären, dass das alles in Ordnung war. So, gibt es Freiwillige bzw. Vorschläge? Ich sehe zwei Freiwillige. Du möchtest auch? Okay, ja, vorstellen. Heimvorteil. Das ist eure Landesschatzmeisterin, die kennt ihr ja, glaube ich, oder? Cool. Ja, wer möchte, also wer ist dafür, dass die beiden Leute die Zeugen machen? Gut, danke. Auch mehrheitlich angenommen. Schön, dann lasst mich kurz schauen. Sollten wir eigentlich alle Versammlungsämter haben, die wir bis jetzt brauchen? Ihr dürft euch emotional schon mal auf zwei Vertrauenspersonen vorbereiten. Die haben ein bisschen mehr Arbeit. Das sind die, die dann den Kontakt zum Kreiswahlleiter aufnehmen und dort die Unterlagen hinbringen. Das macht ein bisschen mehr Arbeit, aber danach frage ich erst am Ende der Versammlung. So, dann beschließen wir jetzt die vorläufige Tagesordnung. Haben wir die auf Beamer? Können wir die auf Beamer haben? Die stand in der Einladung. Ihr hattet die ja alle in der Einladung. Sollte euch während der Versammlung ein Punkt in der Tagesordnung einfallen, den ihr noch einfügen wollt, irgendjemand, der noch was sagen möchte oder so, könnt ihr auch immer GO-Anträge auf Änderung der TO stellen. Also wenn wir die jetzt so annehmen, habt ihr auch noch nichts falsch gemacht, selbst wenn ihr noch was anders haben wollt. Okay? Gut. Wer möchte die vorläufige Tagesordnung, die jetzt halt so eine Standard, also ist so die ganz klassische Tagesordnung im Grunde für eine AV, wer möchte die so annehmen? Das ist auch ziemlich einstimmig, danke. Dann ist die Tagesordnung angenommen. Und wer möchte die Geschäftsordnung annehmen? Wer dafür ist, bitte jetzt. Gut, Geschäftsordnung hätten wir auch. Super. Ja. Wahlvorschläge machst du, oder? Ja. Gut, dann darf ich jetzt an meinen Wahlleiter übergeben. Okay, dann eröffne ich einfach mal die Kandidatenliste. Gibt es Kandidaten für Direktkandidat im Wahlkreis 67, Borde-Jerichower Land? Einmal. Gibt es weitere Kandidaten? Dem ist nicht der Fall, dann gehen wir zur Vorstellung über, oder? Habt ihr Unterlagen schon abgekaspert? Das könnten wir auch nebenbei oder hinterher, wollen wir das gleich machen, wäre sinnvoller. Die Formulare liegen bei Anze, oder? Ja, ich bin die Formulare. Okay, dann müsst ihr noch kurz zwei Formulare ausfüllen. Du kriegst ausgerechnet meine. Meine ist, ich brauche die ganz schnell wieder quasi. Das muss ich da dran lang hängen. Okay. Ja, ich bin dafür. Okay. Ich informiere euch mal kurz darüber, dass ihr die Möglichkeit. Anze! Ihr könnt das leise machen, bitte. Ich informiere euch mal kurz darüber, dass ihr auch die Möglichkeit habt, Leute zu nominieren. Also so. Eins, zwei, drei. Okay. Du kannst jetzt schließen. Gut, dann schließe ich die Kandidatenliste, wenn sonst niemand will. Ja. Gut, dann. Und wir machen jetzt einfach mal gemütlich 5 Minuten Pause und dann gehen wir zur Vorstellung über, ne? Wir gehen jetzt nicht rauchen. Und wir haben jetzt eine kleine konspirative Kunstpause, in der ihr euch der wichtigen Aufgaben eines Direktkandidaten besinnen könnt und sowas. Und dann gibt es gleich eine Kandidatenvorstellung. Dann können wir jetzt direkt zur Vorstellung übergehen. Ja, mach ich die Vorstellung. Willst du dich irgendwie hier vorne ja, ich vor die Versammlung hier vorne setzen? Ich mache das im Telegram-Stil. Die meisten kennen mich ja. Mein Name ist Andrea Bogner. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, wohne in Übisfelde. Wie gesagt, wie Marc schon sagte, ganz am Rande. Bin seit, glaube ich, 2 Jahren Piratin, bin seit 20 Jahren parteilos und fraktionslos als Stadtrat und Ortschaftsrätin tätig. Und mein Ziel ist eigentlich, vor Ort etwas zu schaffen, was dem Bürger gut tut. Ich glaube, das ist gut gesagt. Warum ich mich aufstellen lasse, ist
folgender Grund. Ich möchte zeigen, dass wir hier in Sachsen-Anhalt auch aktive Piraten, die wirklich was versuchen auf die Beine zu stellen. Und ich denke mal, ich bin 52, habe schon, sage ich mal, einige Erfolge aufzuweisen und hoffe daher, dass ich für die Piraten einige Stimmen holen werde. Das ist eigentlich, dass wir als Zweitstimme einen Direktkandidaten haben, dass die Menschen vor Ort im Bördekreis und im Jallikower Land eine Alternative haben. Das ist jetzt Telegram-Stil. Für Fragen bin ich gerne offen. Weil ich könnte jetzt natürlich noch eine Stunde reden oder sonst was, aber ich glaube, das bringt uns alle nicht weiter und nicht nach vorne. Das ist legendär, unter einer Minute. Ja, aber alles verpackt, oder? Alles drin. Also. Oder wie gesagt, wenn noch Fragen sind, ich sage mal, die meisten wissen ja, was ich gemacht habe oder auch mache. Hat jemand Fragen? Gibt es Fragen an Andrea? Ja, so muss das sein, dann ist das immer alles klar. Bitte, was ist jetzt der kürzeste AV in der Geschichte des LV? Ja, der muss nicht mehr. Weil ich Mikado kann oder warum? Ja, das wissen alle, wo die Autos stehen. So, wie lange wollen wir warten, Tina? Ich gebe. Oh, nee, tu es mir nicht an. Die Quoten, nee, nicht die. Also stell. Na, vergiss es. Bitte. Du darfst. Ja, natürlich darfst du eine Frage stellen. Obligatorisch auf die Landespartei. Kannst du das bitte lauter sagen? Wie ich zu dem Einsatz der Bundeswehr, also das sind ja, ich sag mal so, um diese Fragen, ich habe sie nicht befürchtet, aber ich finde, ich werde gewählt von Menschen und ich werde, wie ich es auch als Stadträtin getan habe, ich mache das gerne anhand eines Beispiels. Bei uns in Übelsfelde ist die 1000-Jahr-Feier. Es hat jetzt, du denkst jetzt, was hat das mit der Bundeswehr zu tun, aber da komme ich gleich drauf. Der Stadtrat, wir machen das nun so. Da habe ich erstmal gesagt, also ich würde es jetzt erstmal verschieben auf den nächsten Stadtrat, damit wir erstmal die Bürger fragen. Ich bin losgegangen, habe wirklich bei uns in Übelsfelde gefragt, was haltet ihr davon? Der Stadtrat möchte 14 Tage feiern. Die eindeutige Antwort von mindestens, ich will nicht lügen, aber 100 Leuten war, 3 Tage reicht. Und so bin ich in den Stadtrat gegangen und habe gesagt, also ich mache hier den Vorschlag, die Bürger definitiv 3 Tage. So ähnlich sehe ich das mit der Bundeswehr. Wie meine Privat, ich werde gewählt. Ich würde mich nicht verbiegen wollen, um Gottes Willen. Aber ich werde mich immer versuchen, wenn ich damit konform gehen kann, den Wunsch der Bürger umzusetzen. Das ist für mich das Wichtigste. Das muss ich hier so betonen. Ich will mich aber, deswegen werde ich nicht irgendwie jetzt ganz anders werden. Das glaube ich so nicht. Bitte? Andrea, was sind so deine persönlichen, dein Lieblingsthema bzw. so dein Interessengebiet in der Politik, so Urheberrecht oder eher Sozialkram? Also siehst du da, zum Beispiel so soziales Kultur, das sind immer für mich Kinder, Menschen allgemein, ja, oder mein absolutes Lieblingsthema, genau. Mein persönliches Highlight, Korruption. Das oder bekämpfen? eher bekämpfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe auch schon, sage ich mal, einige Erfolge erlebt. Und wir brauchen nicht über die Weltpolitik zu diskutieren, wir brauchen auch nicht mehr über Berlin zu diskutieren. Wir hier vor Ort haben genug Scheiße auf der Straße und da arbeite ich ziemlich aktiv gegen an. Das war eine sehr nette Frage. Weitere Fragen? Ja. Warum bist du Pirat geworden? Okay. In der Kürze war ein bisschen ausholen. In der Kürze war, ich hatte. Versaut in die Kuppel. Okay, also so, die was war. Ich habe gerade schon gemeldet. Ich bin ja nun lange Jahre alleine politisch tätig. Habe zuerst auch die Piraten belächelt. Ich habe gesagt, So. Und habe mich dann intensiv mit denen auseinandergesetzt und habe gesagt, um auch Flagge der Piraten zu zeigen, als Stadträtin und Ortschaftsrätin bin ich bei den Piraten beigetreten und merke ja hier vor Ort an der Basis in Übelsfelde, das läuft so super, es macht Politik macht wieder Spaß und ich bin nicht alleine. Man darf nicht vergessen, wenn man fraktionslos ist, man darf keinen Ausschuss leiten, man darf nicht in einen Ausschuss drinnen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Man hat mehr Macht,
aber jetzt nicht im Begriff der Machtgeilheit, sondern man kann mehr ausrichten für die Menschen. Wir haben jetzt mehrere Projekte zu laufen, dadurch, dass in Übisfelde Thomas und Markus so extrem aktiv sind, dass wir wirklich schon etliche Erfolge zu verzeichnen haben. Das ist einfach so. Und das macht Politik, ich habe es immer so gemacht, weil ich dachte, einer muss da ja mal ein bisschen aufräumen, so nach dem Motto. Aber jetzt macht es wieder richtig Spaß. Es macht richtig dolle Spaß. Weitere Fragen an die Kandidaten? Ich quatsche die alle platt, deswegen trauen sie sich nicht. Ach, du mach einfach weiter, das ist super. Was würdest du bei den Piraten, wenn du könntest, als erstes ändern? Ja. Nächstes Mal bitte zumindest mit so einem kurzen, weil es gab parallele Meldungen. Das war jetzt ein bisschen gemein, so zwischenmenschlich. Dann stelle ich mich zurück, bitte. Du bist jetzt dran. Die Bitte, wenn ihr fragen wollt, gebt mir zumindest so einen und wartet, bis ich euch irgendwie angucke oder signalisiere, ist okay. Okay, wir sind ja hier nicht so im großen Kreise und man muss da nicht so ganz so diplomatisch sein. Ich würde dieses manche Mal, man sagt, die Piraten sind frei. Haben wir uns auf die Flagge. Und wenn man so manche Gespräche unter den Piraten beobachtet, ob das beim Landesparteitag ist oder ob das auch in Bochum war, ja, da mehr ein Miteinander. Und das meine ich wirklich so. Diese Kungeleien und der hat dies und das und das. Wenn jemand ist, man kann sich streiten, man kann sich von mir aus so die Köpfe einschlagen. Aber irgendwann, wir wollen doch was bewegen und nicht, der hat mich blöd angegriffen. Ich mache das jetzt ein bisschen krass. Das würde ich jetzt zum Beispiel ändern. Ich würde jetzt zum Beispiel wirklich so, es gibt ja gerade hier auch einige Situationen, wo sich Menschen nicht verstehen, das wird übers Forum ausgetragen, da hat man schon gar keine Lust mehr reinzugucken. Und das darf es nicht sein. Wir stehen so und so, oh, die Piraten, guck mal, wenn da die Presse reinguckt oder sonst was, wir können ja teilweise froh sein, dass nicht so viele Interesse an unserer Partei haben, weil sonst wären wir nämlich ziemlich aufgeschmissen, dann müssten wir uns nämlich schämen. Und das würde ich ändern. Wenn ich jetzt hier König der Piraten wäre, würde ich sagen, so, pass mal auf, Otto und Hermann, ihr versteht euch nicht, Abfahrt, Bierchen trinken und jetzt wird das geklärt. Und in der Öffentlichkeit haltet ihr entweder die Klappen gegeneinander, ihr könntet intern austragen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Also das würde ich, ja, so mein... Ich stimme 100%ig zu. Oh, du kommst aber langsam mit dem Baum da hinten. Achso. Thomas. Als Erste, wenn du im Bundestag einziehst, die Gebetslos, dass du da machen würdest. Eine Flasche Bier trinken. Und ich freue mich. Okay. Was? Ja. Würde mich freuen, wenn euch meine ganzen Piraten und Thomas machen, kommt ihr. Ey, wir wollen eine riesen Party machen. Ja. Ja, der ist gerade, was ich zuerst machen würde. Ja. Danach würde ich mir dann über die Politik Gedanken machen. Anze? Eine halb private Frage. Kommst du aus dem Berliner Raum? Ja. Ja, ganz einfach. Waschecht, so ja. Das merkt man. Gut, ja, habe ich bis heute noch nicht so richtig gelernt, weil dieses Hochdeutsche, ich beherrsche es auch, aber es dauert mir zu lange. Ja? Das Berliner geht schneller und kann man viel mehr Sätze sagen. Deswegen sind wir auch schon ruhig. So, noch Fragen? Also der Wahlkreis besteht ja jetzt nicht nur aus Dorf, auch aus Mehrschöller. Ja. Wie meinst du, kannst du auch den, ja, den Jerichoer Land vertreten? Wie kannst du ja, dem Jerichoer Land so ein bisschen aktiv werden? Meinst du, schaffst du das? Ob ich das bewältigen kann, sei dahingestellt. Ich habe den heutigen Tag abgewartet, weil ich halte nichts davon, schon alle Pferde verrückt zu machen und Andrea, was willst du hier? Ja? So, also habe ich den heutigen Tag abgewartet. Ich sag mal so, ich habe einige soziale Kontakte im Jerichoer Land, die werde ich aktiv fördern, auch hingehen. Also was ich jetzt nicht vorhabe, ich werde nicht in jedes Dorf rennen, wählen die Piraten, wir sind die Größten, wir sind die Besten. Weil ich finde, wenn jetzt aktive Piraten sind, ja, ich sage jetzt mal, eben darum, wir wollen ja eine Veranstaltung, kommst du dahin, machst du sofort.
Aber ich werde mich nicht so anbiedern wie die anderen Politiker. Was natürlich ist, gerade im Bördekreis ist jetzt, sage ich mal, nicht so das Problem für mich. Jährlich Neuland, ja, logischerweise. Aber das habe ich schon mit einigen gesprochen. Ich sage, Mensch, wenn das heute hier klappt, würdet ihr mich unterstützen? Ich weiß ja noch nicht mal, wo da eine Dorfkneipe ist, wo man mal hingehen kann, um mal ein Gespräch zu führen zum Beispiel. Ja, das muss man aber mal machen. Man muss in die Orte rein, ein Bierchen dort trinken. Man, irgendwie scheine ich gerne Bier zu trinken. So, aber mit den Leuten reden, weil da erfährt man die Problematik. Und wenn man die Problematik weiß, kann man zum Beispiel Ratschläge geben. Wie du mit deiner Schule zum Beispiel. Da konnte ich ja vielleicht ein bisschen helfen. Aber es wird nicht leicht. Also da muss ich noch ziemlich Ballett machen. Nur wie, aber Wein trinke ich nicht. Ist ja noch ein Projekt Wohnmobil. Ja. Aber das sind ja die dann auch nicht. Da ist noch eine Frage. Anze? Du hast ja nicht spontan entschlossen, weil ich es vorhin schon rausgehört habe. Hast du schon mit deinen Leuten hier so mal schon geredet, so ein kleines Team so grob zusammengestellt so für dich? Also, ich sag mal so. Mit dem Bördekreis, der nun auch noch unterhalb der A2 ist. Auch ein bisschen abdenken kannst? Ich denke schon. Hast du ja. Jo. Okay, danke. Also das Problem war, das sage ich jetzt mal hier kurz, ich habe mich ja beim Landesparteitag damals als Beisitzer beworben. Dort wurde ja die Frage gestellt, ob ich mich bewerben würde zum Bundestag, was ich natürlich verneinte, weil ich es auch nicht vorhatte. So. Und nun kam aber dieser Gedanke, mit, dass man wirklich hier jemanden hat, der vielleicht aktiv schon was gemacht hat. Und erst habe ich es abgelehnt und dann habe ich darüber nachgedacht. Und es klingt vielleicht arrogant und blöd, aber ich glaube, ich bin da in der Beziehung nicht schlecht und habe schon einige ja, positive Geschichten vorzuweisen und auch viele Leute, die ich kenne. Das sind eigentlich auch dann die Beweggründe, wo ich gesagt habe, okay, ich mache. Und das sage ich alleine, sage ich mal so. Und der KV und so steht da voll hinter mir. Nüchtern. Das werden wir gleich sehen. Ja, genau. Wehe dem, Freunde. Ja. Ihr habt Unterhaltungswert. Gibt es noch mehr Fragen? Ja, ja. Was heißt das? Ja, mal ein bisschen was Politisches. Wie stehst du zur Frauenquote? Ich persönlich? Ja, klar. Ja, aber ich finde das Persönliche und was man vertreten sollte, man sollte da, man soll es nicht übertreiben, ganz einfach. Ich finde es total bescheuert, dass Frauen nicht so ihren Berufsweg gehen können wie Männer durch die Kinder. Es wird viel mehr erwartet. Ich meine, ich habe selber 2 Kinder, also von daher weiß ich, was man zu leisten hat. Da braucht man jetzt auch nicht hoch zu gehen, ja, sondern im Allgemeinen. Es sollte schon also ich finde schon, sie sollten mehr gefördert werden. Ob man es nun so krass machen sollte, wie andere es verlangen, das sei in Frage gestellt. Du bist keine Feministin. Da kannst du nicht mehr. Ich arbeite dran. Ich bin noch 3 Monate. Jetzt stehe ich gerade selber und versuche zu zwischenrufen. Das ist ja furchtbar. Gibt es noch nah? Jetzt nicht erlaubt. Das ist super. Wenn alle sie angucken, schämen sie sich nämlich schrecklich, wenn sie merken, dass sie entdeckt wurden. So, noch Fragen an die Kandidaten. 3, 2, 1. Okay, dann ist die Fragerunde mit beendet. Ich bedanke mich. Ich darf. Andrea, der Klassiker. Ja. Nein, du darfst sie auch setzen. Das kannst du mir auch im Sitzen beantworten. Wir haben eh keine Mikros. Aber hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Nein, also ich bräuchte gerne noch so. Weißt du, was das Witzige ist? Das so beantworten dieser Frage ändert irgendwie überhaupt nichts rechtlich. Aber. Okay, danke der Nachfrage. Alles tippitoppi. Wir interpretieren das als ja. Ja? Ja. Sind das meine hier? Klar, wa? Dann die nur noch welche. Ich musste die stellen und trotzdem verändert es rechtlich nicht viel, wenn du Nein sagst. Es ist merkwürdig. Aber gut, ich übergebe an den Wahlleiter. Ja,
Dann sind wir durch mit der Fragerunde und wir gehen zum Wahlgang langsam über. Ich erkläre euch das Wahlverfahren. Ihr habt so lustige blaue Zettel bekommen. Die Geschäftsordnung sagt, ihr könnt mit Ja oder Nein stimmen. Das heißt, wir haben eine Kandidatin, wir nehmen nur die erste Zeile. Da könnt ihr Ja oder Nein ankreuzen. Ignoriert die letzte Spalte mit Enthaltung, die hat nichts zu sagen. Das sind Allzweck-Stimmzettel für alle Arten von Geschäftsordnungen. Genau. Gewählt ist die Andrea, wenn sie mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereint. Gibt es noch Fragen zum Wahlsystem? Nee, wer jetzt geheim wählen will, kann hier einen Tresen wählen. Genau, wer geheim wählen will, hinterm Tresen ist geheim. Dann bitte ich mal meine Wahlhelfer kurz zu mir. Wir haben hier eine wunderschöne Wahlurne. Wir sind die Piratenpartei. Wir sind die Piratenpartei, ja? Die ist zugeklebt. Können wir die kurz öffnen, um der Versammlung zu zeigen, dass die leer ist und dass kein doppelter Boden drin ist? Nee, muss geöffnet und gezeigt. Ich bin Chirurg. Nee, das kannst du nicht aufklappen. Das wird klar gefährlich. Wieso? Da geht das gut in den Taschen. Ich hoffe, ihr habt noch Klebstreifen. Und ich schweiz noch. Ja, so. Doch, fliegt mir. Manche Leute reden, das geht auch. Ja, das ist ja. Ich würde mich hier heute kaufen. Die heißen die Piraten, ne? Ich sehe schon einen Stapel da in der Ecke. So, eine Stelle war der. Wie bitte? Der Landesverband, ne? Ich habe meine Wette gerade verloren, aber. Ja, eine Stelle Landesverband. Das war schon schneller jetzt. Nee, das war nicht. Ja, doch, doch, doch. Die ist leer. Ja. Es galt eine Veranstaltung mit 4 Kandidaten zu schlagen, die in 40 Minuten fertig waren. Lebestreifen? Wir haben ja auch später angefangen. Das war zu gerechnet. Lebestreifen? Nee, habe ich nicht. Hast du gerade kaputt gemacht? Innerhalb des Landesverbandes werdet ihr wahrscheinlich immer noch, genau, noch mal die Zeit genau Spitzenreiter sein. Nee, einfach schräg drüber, damit das Ding passiert. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Durch E-Mail? Wollt ihr? Wir lassen ja mal. Es gibt wohl auch Kontakt zu lassen, oder was? In Gifhorn? Was machen wir? Wieso in Gifhorn? Ach so, nee, das war Landes. Okay, ich mache das, was ich bei euch gerade mache, auch auf Landesebene. Also dann würde ich den Wahlgang eröffnen um 18.47 Uhr. Wir stören gerade die bitte eure roten Stimmkarten mit, dass wir das abkreuzen können. Wer will? Wir sind alle wahnsinnig aufgeregt und gespannt und der Wahlleiter wird uns jetzt sagen, was rausgekommen ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal, ihr habt das Wahlsystem verstanden. Wir hatten 0 ungültige Stimmen. Oh. Von 16 akkreditierten Piraten haben 16 ihren Stimmzettel abgegeben. Davon haben 16 mit Ja gestimmt. Oh yeah. 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 Und 0 mit Nein. Damit hat die Andrea das Quorum von 50% erreicht, das erforderlich ist. Aber sie hätte auch ein Quorum von 100% erreicht. Ja, dann nimmst du die Wahl an. Ja. Je nach Fall. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön allen. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Das wissen wir jetzt schon. Also, nee, das muss ich, ich bin noch im Amt, ich darf jetzt nicht, okay. Ja, Christoph. Ruhe. Wir haben keine sonstigen Punkte, richtig? Nee. Gut, dann geht es jetzt um die beiden Vertrauenspersonen. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, die haben so ein bisschen Arbeit, also eigentlich nicht, weil die beiden das hier gerade machen. Es wird wahrscheinlich nur darauf hinauslaufen, dass ihr das in die Hand gedrückt bekommt und dann dorthin bringen müsst. Richtig. Also ihr bekommt Zettel und müsst die nach wo bringen? Zum Kreiswahlleiter. Es wäre also schön, wenn irgendjemand hier aus dem Wahlkreis sich als Vertrauensperson zur Verfügung stellen würde, damit nicht der Alex aus Magdeburg. Oder? Wissen wir schon, wo das ist? Also wo der Kreis kann ich gerade raussuchen? Nein, Heinsleben. Das wäre taktisch klug. Das ist von Heinsleben. Ja, taktisch klug wäre halt auch, wenn die Person vielleicht gleich aus der Stadt kommt. Ja, es müssen zwei gewählt werden, aber
muss jetzt nicht einen aus meinem, einen aus meinem Wahlkreis. Nein, es ist nur ein Kreiswahlleiter, weil es ist ein Wahlkreis. Dann lassen wir doch gucken, wer es ist. Wahlkreiswahlleiter. Für den Wahlkreis. Das ist ein Kreiswahlleiter. Checkst du nochmal das ganze Entschuldigung. Gut. So, mach ich gleich. So, haben wir? Internet ist so langsam. Wir wollen erstmal gucken, wo es ist. Alles genau, klar, damit wir dann also sagen können, wen wir wählen. Ansonsten wird diktatorisch bestimmt. Im Wahlkreis 67 ist also der Kreiswahlleiter der Bernhard Braun, Landkreis Jerichower Land in Burg. Ja, Christoph Denk. Aufgabe. Ich glaube, das dürftest du sogar. Müsste ich kurz. Oh. Gut. Jetzt haben ihr wir. Ihr habt so eine Kandidatin, jetzt einstimmig. Jetzt haben wir so ein bisschen die Stimmung vermiest. Also, gut, ne? Ja. Ich glaube, einen davon könnte ich machen. So. Ich mal auf eine Vertrauensperson. Ja. Wer möchte Vertrauensperson werden? Ich glaube, ja, bitte. Niemand kennt dich. Ich bin hier Vorsprache, bin in einer Schiedspflicht für die Piratenpartei Sachsen-Anhalt seit mittlerweile anderthalb Jahren, habe die Hochschulgruppe Magdeburg mitgegründet, bin seit drei Jahren Städteparlament in Magdeburg, mache Hochschulpolitik. Und komme aus dem Jefer. Oh, da passt es. Gut, wer möchte, dass Michelle unter anderem, wir brauchen auch noch eine zweite Person, Vertrauensperson wird? Ich muss aber unterscheiden zwischen richtige und Stellvertretung. Gut, ja. Er ist jetzt gerade die richtige Vertrauensperson. Wer möchte die stellvertretende Vertrauensperson werden? Das ist der Jens. Achso, ja, wer bist du? Jens, wer bist du? Wenn du jetzt Mike sagt, haben wir ein Problem. Ich bin Jens Bartel, bin aus Ebendorf und hier Vorsitzender vom Kreisverband. Okay. Wer möchte, dass Jens stellvertretende Vertrauensperson macht? Ja. Das ist immer noch einstimmig. Ja. Ihr seid echt homogen. Gut, dann gibt es jetzt noch eine Frage, die ich euch zu stellen habe. Und zwar, ob irgendjemand Einwände gegen das Wahlergebnis hat. Das ist so eine Jetzt-Sprechen-oder-für-immer-Schweigen-Geschichte. Wenn ich jetzt ein Kreuz mache, dann ist Schluss, ne? Immer Kreuz. Also Einspruch, okay. Gut, ich checke kurz, ob ich alles habe. Ja, ja. Ja, ne? Nee, mach mal. Präsidium, irgendwer noch Wünsche? Die Uhrzeit brauche ich noch an der Dienst. Gut. Über Randens, oder wie das heißt? Nein. Gut. Ich danke euch. Es war wundervoll, es war schnell, es war wie es sein muss. Bezaubernd. Es war schön bei euch. Und ich danke dem Wahlleiter und dem Protokollanten und dem Orga vor Ort und allen Beteiligten und dann verschließe ich jetzt die Veranstaltung.